herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Moriela, ich grüße dich. Du hast deine Lebenssituation beschrieben und du hast das Gefühl, es geht nichts voran. Du fühlst dich wie gelähmt. Du weißt auch nicht, welche Richtung sollst du etwas verändern, verbessern. Und das klären wir bei diesem Orakel. Diese Karte in die Mitte ist eine wichtige Botschaft für dich und das bedeutet, es ist im Augenblick alles noch unklar, undurchschaubar. Nicht weiter schlimm, weil das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, Entscheidungen zu treffen. Wichtig ist, dass du noch aufräumst in die Vergangenheit. Alte Muster soll verändert werden. Das ist deine Einstellung, deine Erinnerungen, deine Gefühle oder sogar Kontakten. Und dann kommt auch etwas Neues. Und wir orientieren jetzt, was kommt konkret. Dein Gegenwart zeigt hier dieses Bild. Und das ist schon Neuorientierung. Schaue in die Richtung, wo du gehen möchtest. Hier ist die Feuerelement und das zeigt, das wäre etwas, was dich begeistert. Du musst noch keine Entscheidungen treffen, beruflich oder wohnlich, sondern etwas, was dir im Tagen, in dein Alltag Lebensfreude schenkt. Kleine Schritte führen auch zum Ziel. Etwas, was dich in Gegenwart schon begeistern kann. Ein Hobby oder Sport, Bewegung oder mit Freunden treffen oder ein Seminar besuchen. Etwas, was dir Kraft gibt, was dich auch begeistert. Dann kommt schon etwas in Bewegung. Alles andere, Entscheidungen über deine berufliche Situation oder in deine wohnliche Situation, das kommt später. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt hier dieses Rad. Das ist die Schicksalsrad und das dreht sich und dreht sich immer in deine Richtung, wenn du dich frei fühlst und kannst von Ängsten befreien. Angst blockiert und dann bleibt dieser Rad stehen und bewegt sich gar nichts, weil Angst ist der größte Stolperstein in unserem Leben. Also es ist sehr wichtig, von Angst zu befreien. Wenn das Gefühl da ist, können wir nicht so tun, wenn nichts wäre. Aber wir können uns ablenken, an etwas denken, was uns begeistert, oder etwas tun, was uns Kraft gibt, oder uns beschäftigen mit etwas, was uns Lachen schenkt, die Angst verschwindet von alleine. Was liegt im Verborgenen? Etwas, was du in Gegenwart noch gar nicht wahrnimmst. Das ist die Liebe. Und das bedeutet, du wirst Glück haben in die Liebe-Partnerschaft. Was passiert in die nächste Zeit oder wann ist überhaupt diese Zeit zum Handeln, das zeigt hier diese Herrscherin. Und das ist schon Spätsommer, Anfang Herbst. Das ist dann die Ernte. Das wäre der richtige Zeitpunkt zur Neuorientierung. Kannst aber jetzt schon vorbereiten. Und da hast du auch Glück. Beruflich, finanziell
und wie dieses Geheimnis auch zeigt, auch in die Liebe Partnerschaft. Was für dich die Orientierung gibt, das ist die Sternenhimmel. Und das heißt, sei im Vertrauen. Es wird bei dir dieses Glück da sein. Ich bin ganz sicher, du hast Glück beruflich, auch finanziell, auch in die Liebe Partnerschaft. Und wenn du das möchtest, auch wohnlich. Vertraue für diese Führung. Was sollst du noch wahrnehmen? Was liegt noch im Geheimen? Das sind die schlaflosen Nächte. Warum kommt diese schlaflose Nächte? Weil du Erinnerungen hast und Angst. Und diese Schwert oder mehreren Schwerten zeigen die Trennung von Angst. So wie Erzengel trennt die Angst mit seinem Lichtschwert. Dann fühlst du dich auch frei. Nicht nur von Ängsten sollst du trennen, sondern auch von Problemen oder von Menschen, die für dich Probleme machen. Diese Karte hat auch eine wichtige Bedeutung. Und diese Schlange symbolisiert die Energie, die Kundalini-Energie. Keine Angst von dieser Schlange. Wir haben auch in unserem Körper zwei Energiebahnen. Und das nennt man auch Schlangenenergie. Das ist die Kundalini-Energie. Und davon haben wir zwei. Die eine zieht die Energie nach unten, weil wir Ängste haben. Und das, was blockiert, Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl, das sind diese Gefühle, was alles nach unten zieht. Wenn wir aber verabschieden von Angst oder Schuldgefühl oder Zweifel und übergehen auf den zweiten Energiefeld, was auch eine Schlange symbolisiert, dann ist wie diese Erneuerungsprozesse, Enthäutung könnte man sagen, eine Art Metamorphose, dann steigt die Energie nach oben, ist auch ein Heilenergie. Hier ist auch diese Heilkräuter von Angst befreien, in diesem Heilenergie bleiben und dann steigt alles nach oben. Das könnte sogar ein Hinweis sein, dass du heilerische Fähigkeiten hast. Und das ist auch die Befreiung. Und wenn die Energie nach oben steigt wie Phönix aus der Asche und du fühlst dich wie beflügelt, so wie dieser Vogel auch hier zeigt, diese Leichtigkeit und auch die Weitblick, befreit zu sein, endlich aufatmen, zum Luft zum Kommen, dann wirst du sehen, dass deine Lebensumstände auch verändern, weil du hast dich verändert. Schlange symbolisiert auch eine andere Frau und das kann auch nochmal ein Hinweis sein, dass du auch Unterstützung hast von anderen Frauen und das stärkt dich und zeigt vielleicht für dich einen neuen Weg oder bringt dich zum neuen Gedanken, zum neuen Ideen. Liebe Moriela, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir viel Erfolg, alles Gute, alles Liebe von Dendera.